Es gibt viele Spiele, die sich durch ein recht gewagtes oder neuartiges, einzigartiges Gameplay auszeichnen. Nicht immer wird dieses Spielprinzip angenommen. Manche Spieler bleiben lieber bei dem, was sie kennen. Ist ja auch nichts verkehrt dran. Ich jedoch habe immer schon so nach Außergewöhnlichem gesucht. Hierbei kann es sich auch um eine neuartige Erzählform einer tollen Story handeln oder etwas Abgefahrenes sein. Etwas eher halt Künstlerisches. Aber auch ein tolles Gameplay kann mich in seinen Bann ziehen. Und heute geht es um einen Titel, der viele verschiedene Prinzipien vereint und daraus seinen ganz eigenen Stil geschaffen hat und hat damit für mich eine Spielerfahrung geschaffen, die ich so eigentlich noch nicht erlebt habe. Lost Kingdoms kam 2002 heraus und wurde von From Software entwickelt, ein bis dato unbekanntes Entwicklerstudio, das für die Tenchu-Reihe oder Demons und Dark Souls bekannt ist. In Lost Kingdoms spielt sie die Prinzessin des Landes Arkwell namens Katja. Ihr Land wird von einem unheimlichen und bösartigen Nebel bedroht, der Unheil über das Land bringt. Ihr Vater, der König, ist ausgezogen, um sich des Problems anzunehmen, ist aber schon eine ganze Weile nicht mehr nach Hause gekommen. So entschließt sich Katja, selbst aufzubrechen. Vorher aber bekommt ihr einen Runenstein, der eine Kraft in euch weckt. Ihr könnt von nun an mit Karten Monster beschwören und mit diesen kämpfen. Und da sind wir beim Clou des Spiels, das tolle Gameplay. Du hast immer 4 Karten aktiv, von denen du eine nutzen kannst. Ist sie verbraucht, rückt die nächste aus deinem Deck nach. Du kannst Karten auch verwerfen, dann werden sie an den Anfang deines Decks gepackt und die nächste Karte kommt. Ist eine Karte benutzt, ist sie nicht mehr zu gebrauchen. Bist du sie wieder an einem dafür erschaffenen Punkt oder durch das Beenden eines Abschnitts reaktivierst. Du solltest also vorsichtig sein, wie sehr du deine Karten verbrätst. Sonst stehst du irgendwann ohne Karten da, denn dein Deck ist nicht unendlich. Du hast halt immer nur maximal 30 Karten dabei. Du hast 3 Arten von Monstern. Die eine bleibt aktiv und packt die Monster praktisch auf das Kampffeld. Sie laufen herum und kloppen auf die Gegner ein. Die zweite Art ist eine Kurzbeschwörung. Sie erzeugt eine Animation, unterbricht kurz den Kampf und bewirkt dann halt ihren Effekt. Meistens ist es Schaden. Die Art von Beschwörung sind aber auch oft heilende Karten oder Monster, die benutzte Karten reaktivieren. Das sind sehr, sehr wichtige Karten für dein Deck. Die dritte Art wird als Waffe benutzt. Sie kann mehrmals benutzt werden. Man sieht dort immer so einen Feuerring, der dir also so einen Feuerstrich, der dir anzeigt, wie viel Leben die Karte praktisch noch hat. Und ja, irgendwann ist sie dann verbraucht. Aber sie vollführt halt immer eine besondere Waffe mit einer gewissen Form und Stärke halt der jeweiligen Karte. Wie du die Gegner besiegst, obliegt also völlig dir. Hast du lieber die kleineren Effekte, die du mehrmals nutzen kannst? Willst du lieber mit aktiven Monstern den Raum belegen, die für dich kämpfen? Oder willst du lieber große Beschwörungen nutzen? Das Tolle ist, dass du dir dein Deck nach Belieben selbst zusammenbauen kannst. Am Anfang ist man natürlich noch limitiert, aber man bekommt schnell tolle Karten dazu, die man ja auch trainieren kann. Jede Karte kriegt nämlich durch das Benutzen, nicht durch das Dabeisein, sondern nur durch das Benutzen Erfahrungspunkte, auch wenn du verlieren solltest. Mit diesen Erfahrungspunkten kannst du dann in der Apotheke, die sich auf der World Map befindet, Karten duplizieren oder aufwerten. Nicht immer jedoch ist die nächste Stufe besser, aber auf der Basis dieser neuen Karte kannst du dann halt wiederum irgendwann stärkere Karten entwickeln. Oftmals werden sie aber auch zu etwas komplett anderem. Also es heißt nicht immer, dass die Karte, wenn sie eine Beschwörung war, in der nächsten Stufe auch eine Beschwörung bleibt.
Es obliegt also völlig dir, ob du die Punkte zum Vermehren oder zum Aufwerten der Karte ausgeben willst. Hast du einen Levelabschnitt geschafft, empfiehlt es sich, die Apotheke aufzusuchen, um dann halt ja, zum nächsten Gebiet zu gehen, aber vorher solltest du halt dein Deck ein bisschen umändern mit neuen Karten, die du bekommst, dich auffrischen und so weiter. Du kannst also nicht frei auf der Weltkarte wandeln, sondern du bekommst halt jeweils das nächste Level freigeschaltet und kannst dann halt immer nur ein Level auswählen. Du kannst allerdings auch bereits absolvierte Level nochmal spielen, vor allem wenn du eine der wertvollen Karten haben willst, die am Ende als Belohnung auf dich warten. Je nachdem wie gut du warst, darfst du halt 0 bis 3 Karten als Belohnung auswählen. Du kannst aber später auch Kreaturen zu Karten machen. Hierzu schmeißt du einfach eine deiner Karten auf das Monster, welches aber schon so gut wie tot sein muss, denn diese Aktion macht zwar ein bisschen Schaden, aber nur wenn die Karte das Monster tötet, kannst du es damit auch fangen. Die benutzte Karte wird in jedem Fall auf den Ablagestapel gepackt. Sei also sparsam mit Fangversuchen, sonst stehst du irgendwann ohne Deck da. Es gibt noch ein paar Feinheiten wie Elemente oder Transformationen, aber ein wenig sollt ihr auch selbst noch herausfinden können. Die Gebiete, also die unterschiedlichen Level, sind alle sehr schön gestaltet und sind auch ein wichtiger Teil des Spiels, denn sie bieten sehr viel tolle Atmosphäre, die auch echt von unglaublich guter Musik untermalt wird. Es wirkt immer alles recht bedrückend und oft halt auch sehr unheimlich. Und mich hat diese besondere Atmosphäre in dem Spiel halt immer sehr fasziniert. Aber so schön ich Stimmung und Musik fand, das Beste am Spiel bleibt das Gameplay. Es macht so viel Spaß, die Karten zu kombinieren, Entwicklungen herauszufinden oder halt die saustarken Karten zu duplizieren. Am Ende gibt's halt richtige Endbosse, die du zu Karten machen kannst und die sind so stark und du levelst sie auf und kannst sie irgendwann richtig duplizieren und das macht richtig Spaß. Auch hat Taktik viel zu tun mit dem Erfolg, den man hat. Heilende Karten und reaktivierende Karten sind Pflicht und einige Karten bringen bei gewissen Bossen mehr als andere. Das heißt, du musst dir je nach Levelabschnitt auch dein Deck halt jeweils anders zusammenstellen. Man kann sich auch verschiedene Decks zusammenbauen und die je nach Levelabschnitt dann für sich reaktivieren. Man findet das aber meist auch alles gut heraus und hat nur einige echt schwere Bosskämpfe vor sich, am Ende des Spiels vor allem. Die meiste Zeit hat man es aber mit einer sehr guten Lernkurve zu tun. Dafür ist es dann ein verdammt geniales Gefühl, wenn man diese Bosse dann auch endlich geschafft hat durch seine eigene starke Taktik. Und wenn man dann auch wirklich Glück hat und man kriegt diesen verdammt geilen Boss als Karte, dann lohnt es sich umso mehr. Alles in allem bleibt Lost Kingdoms ein sehr eigenes Spiel mit einer sehr schönen, düsteren Stimmung, untermalt durch tolle Musik und ein wunderschönes Leveldesign. Das Gameplay ist super spaßig, hat Anwandlung von anderen Sammeln- und Trainierspielen wie Pokémon oder Ni No Kuni, nur halt in einer düsteren Stimmung und in GameCube-Grafik. Bereits ein Jahr später, also Mitte 2003, kam ein Nachfolger heraus, Lost Kingdoms 2. In diesem spielt ihr eine neue Heldin und auch am Spiel selbst wurde einiges getan. Es sieht schöner aus, bietet viele neue Karten, beinhaltet aber auch so gut wie alle alten Karten, auch wenn einige verändert wurden. Auch haben Beschwörungen jetzt 2 Attacken, manchmal jedenfalls, die man, aus denen man sich eine von diesen Beschwörungen auswählen kann. Ein neues Element und tolle neue Welten sorgen dafür, dass man sich sofort wieder heimisch fühlt, aber dennoch etwas irgendwie Neues erlebt. Außerdem greift man Monster jetzt direkt an, ohne in eine extra Kampfzone wegteleportiert zu werden, wie es in Teil 1 der Fall war. Ich kann also beide Teile nur empfehlen. Aus Nostalgiegründen natürlich, aber auch für Spieler, die einmal etwas komplett anderes erleben wollen. Beide Teile sind recht günstig zu erwerben, also probiert es ruhig mal aus. Ich hoffe, ich konnte euch hier vielleicht eine alte Perle für den GameCube empfehlen. Und für die, die das Spiel schon gespielt haben, da hoffe ich, dass ich euch ein bisschen in die alten Zeiten wieder entführen konnte. Und ja, falls ihr jetzt noch Bock habt, andere Sachen zu gucken, ihr findet in der Videobeschreibung eine Playlist oder auf meinem Kanal ja auch die Playlist mit meinem anderen Nostalgie-Alarm. Ansonsten habe ich mal hier von meinem Wieler-Kanal ein Meinungsvideo zum aktuellen neuen YouTube-Kanal-Design. Da habe ich mal ein bisschen gequatscht und ein bisschen gespielt. Da erfahrt ihr, was halte ich von diesem neuen YouTube-Design.
Oder ihr könnt natürlich auch einfach nur ein geheimes Video, da verrate ich mal nicht, ich habe euch einfach mal auf ein anderes Video von mir verlinkt, ein etwas älteres, das könnt ihr euch einfach mal angucken, wenn ihr wollt. Oder ihr lasst es, in jedem Fall hoffe ich, das Ganze hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Tim sagt, ciao!